News und Talks für Gebildete. Ja, auf der Fridays for Future Facebook-Seite äh, ist eine heiße Diskussion ausgebrochen, äh, anlässlich eines Ende-Gelände-Aufrufes sozusagen. Die Frage: Ja, äh, soll äh, Fridays for Future wirklich. Äh, Ganz offen sozusagen in den Bereich des Straftatenbegehens als äh, ja, ziviler Ungehorsam, wie weit, wenn äh, zum Beispiel dann Polizeiketten durchbrochen werden sollen, was ja dann die für die Polizisten ja, wenn dann eben die Demonstranten auf die Polizei zurennen, ist das ja letztendlich eine Notwehrsituation, und dann kann ja jederzeit Verletzungen geschehen, Gewaltsituationen entstehen und so weiter. Und äh, äh, ja, wie weit äh, äh, sozusagen, wie, für mich ist das ganz schrecklich mit anzuschauen, dass eben ja, anstatt dass die längst vorhandene Lösung der zweiten Scientist for Future 2, anstatt dass man sich da, da geistig reinarbeitet und versucht, das zu verstehen um jeden Preis. Ja, ist, hat man keine Probleme damit, vielleicht Straftaten und vielleicht irgendwann auch die, die Schwelle zur Gewalt zu übertreten. Ja, das ist äh, so der Kernsatz, ja. Wenn, wenn, wenn die äh, Politiker, Politik und Wirtschaft sind nicht klug genug, das Problem lösen zu können. Sie waren nur klug genug, das Problem anzurichten. Äh, wenn jetzt aber auch Fridays for Future nicht klug genug ist, das Problem zu lösen, äh, oder die Lösung der zweiten Scientist for Future 2 zu verstehen, wenn Fridays for Future äh, also nicht klug genug ist, dass die Lösung der zweiten Scientist for Future 2 zu verstehen, dann wird eben gar nichts kommen, dann wird alles scheitern. Und äh, wie gesagt, Ende Gelände, also ich habe ja selbst äh, eine äh, ne ganz negative Erfahrung gemacht mit Extinction Rebellion. Äh, es gibt ja immer äh, die... Evolutionsbiologische Überlegung, ja, also sozusagen äh, hier, äh, sozusagen, wie weit. Äh, die 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 Köpfe von solchen Bewegungen, von solchen NGOs mehr interessiert an den Spendengeldern sind. Ich hatte den Eindruck bei meinem Besuch, da wurde eingeladen, zu einer offenen Diskussion und Gespräch. In Wirklichkeit war es nur eine Propagandaveranstaltung, um, um, um dann den Klingelbeutel klingeln lassen zu lassen, also, also die Büchse, die Sammelbüchse rumgehen zu lassen, sozusagen. Ja, also äh, wie weit äh, sozusagen, äh, wenn jemand so eine NGO betreibt, ja wie Extinction Rebellion oder Ende Gelände, geht es da vielleicht eben gar nicht und darf es überhaupt nicht um Lösungen gehen, sondern geht es immer nur äh, um irgendwelche kapitalistischen Geschäfte, äh, sozialmarktwirtschaftliche Geschäfte, also quasi hier so... Äh, der, wenn ein Geschäftsführer einer solchen NGO die, die Einstellung hätte, ja, ich bin für jede Wahrheit, für jede neue Lösung aufgeschlossen, äh, dann und ich akzeptiere, dass die zweiten Scientists for Future 2 die Lösung haben und den Durchbruch haben, dann würde es bedeuten, dass seine Linie als Geschäftsführer, dass er keine Karriere mehr machen kann, weil ja dann äh, sozusagen er einfach nur noch seine, seine, äh, seine Medienkontakte dafür benutzt, das ins Gespräch zu bringen und äh, Aber der andere, der, der also so sagt, ach nein, äh, es gibt keine Lösung, wir müssen einfach immer nur, äh, wir müssen äh, zivilen Ungehorsam praktizieren, dabei auch Straftaten begehen und so müssen wir die Gesellschaft dazu drängen, das zu tun, was wir wollen und so weiter. ja. Aber bloß nicht intellektuell einarbeiten in neue Lösungen, außerdem sind die alle falsch. Und äh, wer so denkt, ja, der kann so richtig Karriere machen. Da kann dann so, so diese, diese NGO sozusagen äh, jahrzehntelang Gehalt abwerfen und kann ein Lebensgeschäft werden. Man kann dann viele Kinder damit ernähren und kann Nachkommen haben. Also evolutionsbiologisch ist es eigentlich logisch. Und unsere Hoffnung war eigentlich immer nur, dass Fridays for Future keine NGO ist, dass es da nicht darum geht. Nur Probleme zu bringen, zu verwalten, wie es der gesamte Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft macht, sondern dass es auch um Lösungen geht. Aber natürlich kann es auch rein ein intellektuelles Problem sein, dass einfach die Fridays for Future so ungebildet und so wenig klug sind, dass sie einfach die Lösung der zweiten Scientists for Future 2 nicht verstehen. Ja, und äh, jetzt. Äh, Nochmal zu dem Stichwort Biologismus. Also auf jeden Fall, also erst nochmal abschließend zu dieser Facebook-Diskussion bei Fridays for Future Köln. Also da haben einige Leute sich dann doch massiv geäußert dass, und ganz klar gesagt, dass Fridays for Future ja, ihre Unschuld verliert und auch ihre Mediengängigkeit und auch viele Teilnehmer verliert. Äh, wenn sie eben so mit Ende Gelände und Extinction Rebellion quasi den Weg der Straftaten des zivilen Ungehorsams mit der eben leider nicht absolut ausgeschlossenen Gewalt dann äh, äh, sozusagen begeht äh, begehen. und äh, das äh, sozusagen, ja, äh, äh, das ist eine heiße Diskussion dort, lest euch das mal durch an, anlässlich des äh, Postes da ja dann ähm, äh, biologismus ja also ach, ach so übrigens Hassspirale ich wollte das noch ganz kurz erwähnen die Gefahr ja bei solchen Sachen wie Ende Gelände und Extinction Rebellion kann ja sein dass es dann in die Hassspirale kommt ja das ist ja bei RAF damals auch passiert ja also wenn, wenn man irgendwie der Gesellschaft und den, der Polizei quasi seinen Willen aufdrängen will, ja, und es kommt dann zur Auseinandersetzung und man kriegt was ab, dann entwickelt man, entwickeln die Leute dann oft einen Hass auf die Polizei und werden noch Hasserfüllter. Und die Gefahr ist halt auch, die Frage ist halt auch, wie viele Leute bei Fridays for Future haben sich eingeschlichen? Die, äh, deren Hauptinteresse vielleicht das Umbringen von Reichen ist. Wir kennen das ja aus all diesen gewaltsamen Revolutionen. Man hat die Reichen ab, abgeschlachtet auf grausame Weise und hinterher hat man dann eine Tyrannei und eine Diktatur aufgerichtet, anstatt eine, eine, die ideale Gesellschaft aufzubauen. Und ich meine, der Ansatz der zweiten Scientists for Future 2 hat ja wirklich nur zwei äh, Einschränkungen dass alles demokratisch geschieht, dass keine Reichen umgebracht werden und dass man auch nicht als ersten Schritt irgendwelche Reichen enteignet. Wenn das aber das Anliegen natürlich von solchen Hasspersonen ist, dass die eigentlich am liebsten Reiche umbringen wollen, Reiche gewaltsam enteignen wollen und so weiter, und dann, dann sind sie eben auf dem besten Weg in die Hassspirale der RAF, ja? dass sie, wenn sie sich dann irgendwie immer stärker mit Polizisten anlegen, würden sie irgendwann was abbekommen und dann wird ihr Hass noch größer werden. Und dieser Weg des Hasses ist der völlig falsche Weg. Die zweiten Scientists for Future zeigen auf, dass das immer und grundsätzlich der falsche Weg ist. Aber alles andere, was Fridays for Future-Teilnehmer sich wünschen, alles erfüllen die zweiten Scientists for Future 2 mit ihrem Lösungskonzept. Nur nicht das Umbringen von Menschen und das... Gewaltsame wegnehmen, äh, Enteignen von Reichen mit Gewalt, sondern das löst sich bei den zweiten Scientists for Future 2, lösen sich all diese Probleme ganz sanft und ganz friedlich dann von selber, wenn man die recht, richtigen Evolutionsrichtungen einschlägt. Ne? so also jetzt zu dem stichwort biologismus bei youtube ist ein video aufgetaucht das so in dieser pseudobiologischen pseudowissenschaftlichen weise so sagt ja der mensch in seiner evolution ja der kann selbstbeschränkung schlecht weil er weil früher die, die, die ganze erde wie ein unendlicher selbstbedienungsladen wirkte und so weiter. Also irgendwie wurde da biologistisch herumgeschwurbelt, äh, sozusagen, nur äh, um, um, um äh, sozusagen, äh, ja, nur um, äh, um nicht zugeben zu müssen, dass die soziale Marktwirtschaft ein teuflisches System ist das unsere Lebensqualität zerstört. Ja? Gehen wir nochmal darauf ein, wir wollen ja jeden Tag immer auch ein bisschen Wahrheit sagen. Jetzt st stellen Sie sich einen Händler vor, der also überall in allem nur Wahrheitsmeme, also nur Wahrheitsideen ausbreitet. Ja, ich hatte das Beispiel ja schon ganz oft so. Ja, wenn Mutter und Kind, ja, die brauchen viel Körperkontakt. Die sollte die Mutter sollte das Kind lange stillen und das, je zärtlicher und liebevoller die Beziehung zwischen Mutter und Kind, desto besser so jemand wird die weder das Kind noch die Mutter konsumsüchtig machen wird nicht viel verkaufen als Händler und wird als Händler irgendwann seinen Laden zumachen müssen unter den Rahmenbedingungen der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus der konkurrierende Händler Tauschhändler der also in seinem Kopf äh, sozusagen äh, solche Irrtumsmeme hat wie, nein, äh, es ist unschicklich, Mut Mutter, Mütter sollten ihre Kinder nicht stillen, nicht schmusen mit ihnen, die Kinder sollten eingewickelt werden und, und äh, nicht gestillt werden und, und so weiter. Also im, im Viktorianismus oder wie war, wo in der. Äh, wo war, wann war das im Viktorianismus oder so, da sollten die Mütter sozusagen zugeknüpft bis oben hin dem Baby begegnen oder so ja, also so, also so, also wenn so eine körperfeindliche Ideologie sozusagen äh, gelehrt wird ja, äh, der Händler glaubt die, seine Märchenerzähler glauben die und alle seine Geschichten laufen darauf hinaus, dass also der Körperkontakt unter den, zwischen den Menschen, zwischen Mutter und Kind unterbunden wird, ja und diese Gedankensysteme pumpt er mit seinem gesamten Milliardenschweren schwer, Werbeetat raus in die Welt, sozusagen. Und, so, und, und, und sozusagen, und so kommt es zu Beeinflussungen in alle Bereiche der Gesellschaft rein und diese dieses, solche Ideen breiten sich aus. Und dann ist es ganz klar, dass dann Mutter und Kind, äh, Mütter und Kinder sehr schnell Süßigkeiten süchtig werden, sie brauchen Ersatzbefriedigung für diesen nicht gelebten Körperkontakt und diesen nicht gelebten Genuss von Körper, also aus dem Körperkontakt und auch den fehlenden Genuss aus dem Stillen heraus. Erstens braucht die Mutter dann Ersatzprodukte, die sie dann beim Händler kaufen muss, um das Kind zu ernähren. Und zweitens ist aus, dieser, aus diesem Unglücklichwerden der Menschen resultiert eine erhöhte Konsumsucht heraus und der Händler kann dann richtig verdienen dabei und kann dann hier zwei Kinder ernähren, dann hier fünf Kinder ernähren, die nächste Generation und hier werden drei Kinder ernährt und so breiten sich dann ein Handelsimperium auf. Also der, der die Menschen nicht unglücklich macht, sondern deren Glücks, natürliche Glücksquellen bejaht, stirbt aus als Händler und der andere begründet ein ganzes Handelsimperium, eine riesige Handelskette sozusagen und, und breitet eben, lässt, und, und, äh, lässt ausbreiten und breitet selber seine Irrtumsweme aus, die, äh, die die Menschen äh, manipulieren dahin, sich selber Glücksaspekte, natürliche Glücksaspekte zu verbieten und stattdessen erholen sie sich dann die, das glück über die kaufsucht und genau um diese wahrheit also dass die soziale marktwirtschaft ein glückszerstörer ist um konsumsucht zu erzeugen dass das die unbewusste biologische dynamik innerhalb der sozialen marktwirtschaft beziehungsweise des kapitalismus ist um das zu verleugnen wert wird also biologistisch pseudobiologisch rumgeschwurbelt also man kann sagen, außerhalb der zweiten Scientists for Future 2 haben wir überall, auch in der Evolutionspsychologie, in der Psychobiologie, überall haben wir solche biologistischen, pseudowissenschaftlichen Rumschwurbeleien, um nur am Ende eins zu rechtfertigen, die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus ist doch das Beste. In Wirklichkeit ist er ein Teufelssystem, was ich ho hoffentlich hiermit auch wieder aufgezeigt habe. Ja, schaut bitte alle anderen Videos. Äh, ich kann nicht immer die Welt jedes Mal neu erklären. Bitte, äh, 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 werdet aktiv, teilt, äh, teilt überall diese Videos, äh, macht alle Leute aufmerksam. Es ist unsere einzige Chance. Dass die Menschheit glücklich und gesund eine ges glückliche und gesunde Zukunft bekommt, ist nun mal der Know-how-Pool der zweiten Scientists for Future 2. Und bitte teilt das alles und redet mit Fridays for Future Orga-Team-Teilnehmern und versucht, die zur Vernunft zu bringen, weg von, der, von, 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 von völlig unnötigen Straftaten des zivilen Ungehorsams. Äh, wo sie vielleicht noch in die Hassspirale reingeraten, sondern äh, es macht ihnen klar, es gibt mit 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 ein bisschen Mühe, man kann ja mal ein paar Tage mit den zweiten Scientists for Future 2-Professoren diskutieren, bis man endlich verstanden hat, dass es eine friedliche Lösung für das ganze Problem gibt und dass man nicht äh, sozusagen auch auf die NGOs reinfallen muss, die vielleicht am Ende gar keine Lösung wollen, sondern nur den Erhalt ihrer Organisation wollen, weil... Dann die Karrieren davon abhängen. Ja, alles klar, gell? Tschüssi, bis bald.